Hallo zusammen, hier ist Thomas Stark. Ich möchte euch heute gerne unseren neuen Staffelplaner vorstellen, die uns wiederum der Stefan Höfs, Trainer vom ESV Olympia, entwickelt hat. Anhand dessen möchte ich euch mal zeigen, wie ihr denn so eine Staffel in den neuen Spielformen organisieren könnt und auch dafür sorgen könnt, dass die Trainer dabei kräftig mitarbeiten und sich dann auch für diese Spieltage selbst eintragen können. Und das Tool, mit dem das gemacht wird, ist der sogenannte Staffelplaner. Damit wird ein Rahmenspielplan erstellt. Das ist ein Excel-Tool, das hinterlegt wird auf einem Server zur gemeinsamen Bearbeitung durch die Trainer. Und dann trägt hier jeder Trainer seine Heimspieltage ein. Seht ihr hier oben. Ja, nehmen wir hier das Beispiel, die U8 vom 1. FC Köln, hat am 3. September 10 Uhr einen Heimspieltag durchgeführt mit 8 Teams, also auf einer Hälfte. Dann können sich hier mit einer Dropdown-Funktion die Mannschaften einfach eintragen in diesen Staffelplaner. Und hier unten wird dann angezeigt, 8 Teams, Spieltag ist voll, wie viele Kinder dann halt noch insgesamt da dann spielen. Ja. Und so wird das entsprechend fortgeführt. Ne, hier gab es sogar bei Adler Delbrück dann halt einen Spieltag, wo dann 10 Teams spielen konnten. Die konnten offenbar dann 5 Felder aufbauen. Im Regelfall ist ja immer ein Halbfeld mit 8 Teams, die da spielen können und dann 4 Spielfeldern. So, und auf diese Weise können die Trainer sich ihre Spielorte selbst aussuchen. Alle Spielorte, ja, alle Heimspieltage der jeweiligen Vereine werden hier eingetragen und dann kann man als Trainer selbst schauen, wo möchte ich denn spielen und wo ist dann noch Platz. Die Trainer können das halt selbst wählen. Und die Trainer können dabei eben entscheiden, möchten sie eine Vielseitigkeit, möchten sie auch mal weitere Fahrtwege in Kauf nehmen. Und dann melden Sie sich auch mal bei etwas ferneren Spielorten an oder möchten Sie eher lokal spielen, nicht so weite Fahrtwege haben für sich und für Ihre Kinder und Ihre Eltern, dann suchen Sie sich eben Vereine raus, die eher so in Ihrer Nähe liegen. Das können Sie dann halt einfach flexibel selbst entscheiden, wo Sie dann spielen möchten und melden sich dann hier an. Ebenso ist es auch in Ordnung, wenn Sie mal an einem Wochenende nicht mitspielen möchten, dann melden Sie sich eben nicht an und tragen sich halt nicht ein. Das ist halt so sehr übersichtlich organisierbar mit dem Staffelplaner gemeinsam. Es ist ja eine Selbstorganisation der Vereine und der Trainer, so ein Gemeinschaftsprojekt. Und man kann dann hier eben übersichtlich auch sehen, wo es dann mal Probleme gibt oder wo noch Kapazitäten frei sind. Hier sieht man zum Beispiel ganz oben hier SV Adler Delbrück am 27. August. Da hat sich dann nur Fort Neil angemeldet. Sind also immer auch schon 6 Teams, kann man ja dann auch schon super mitspielen. Da sind eben noch dann 2 Plätze frei, also können sich noch 2 Teams zusätzlich anmelden. Ebenso kann es auch mal passieren, dass sich mal an einem Spielort kaum jemand anmeldet oder gar keiner anmeldet. Dann kann man den Spielort auch einfach auflösen, indem man dann sagt, ist jetzt keiner angemeldet. Der Heimverein sucht sich dann eben einen anderen Spielort. Muss halt ihn nicht selbst organisieren, sondern dann kann er eben einfach sich woanders anmelden an dem Tag. Und muss dann eben keinen Heimspieltag organisieren. Oder man kann auch mehrere Spielorte zusammenlegen, die jetzt nicht voll besetzt sind. Ne, das kann man eben gemeinsam einfach in Kooperation der Trainer und Vereine mit diesem Staffelplaner organisieren. Ja, das war Staffelplaner to go. Die Einführung in unser neues Tool, den Staffelplaner, wiederum erstellt von Stefan Höfs vom ESV Olympia. Wir sind da sehr dankbar, dass der Stefan sich da so viel Arbeit macht und uns immer neue Tools an die Hand gibt, mit denen wir die 3 gegen 3 Liga Köln noch optimaler organisieren können. Wenn ihr Interesse habt an dem Staffelplaner, meldet euch. Wir schicken den gerne in der Lehrvariante zu und freuen uns, wenn auch andere dann halt die Tools nutzen, um dann in ihren eigenen Kreisen eine Staffel in den neuen Spielformen zu organisieren und dort regelmäßig und jedes Wochenende zu spielen. Euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.